Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zu meinem Rückblick zu NXT's TakeOver Brooklyn 4. Bevor ich mit NXT anfange, ich bin am Donnerstag auf der Gamescom unterwegs. Checkt am besten mal Instagram, Twitter und so weiter aus oder auch YouTube Community Tab, denn ich werde auf jeden Fall dann noch teilen, wo wir uns treffen können, wo wir ein kleines Community-Treffen machen. Und wann genau, ich bin auf jeden Fall am Donnerstag auf der Gamescom. Wenn ihr mich da trefft, dann sprecht mich gerne an. Ich fahre da wirklich nur für euch hin. Ja, ich kaufe mir eh die ganzen großen Spiele und deswegen, naja. Und nächste Woche, Freunde, bin ich im Urlaub. Das heißt, nächste Woche wird es dann natürlich nicht so viele Videos geben. Außer auf meinem Gaming-Kanal, da kommen irgendwie alle Livestreams der letzten Zeit online. Und deswegen vergesst mir das nicht. Nächste Woche gibt es dann erstmal weniger Content, ja, aber die Woche drauf hole ich alles nach, auch alle News und so, keine Angst, ihr werdet hier komplett informiert, deswegen bleibt einfach dran. Natürlich gleich erstmal vorweg, das, was wahrscheinlich auch für jeden, der NXT guckt, zu erwarten war, ist, dass NXT TakeOver den SummerSlam sowas von penetriert hat. Das war jedes TakeOver so und auch dieses Mal gab es natürlich wieder keine Ausnahme, gerade bei dieser großartigen Card. Wir begannen die Show mit dem NXT Tag Team Titelmatch von der Undisputed Era, also Kyle O'Reilly und Roderick Strong gegen Trent Seven und Tyler Bate Mustache Mountain. Großartiges Match. Ich habe eigentlich schon fast gedacht, dass es doch nicht so großartig wird, weil wir diese Auseinandersetzung jetzt eigentlich die letzten Wochen schon ein paar Mal hatten. Aber die haben hier nochmal eins draufgesetzt. Ich weiß nicht, wie die was bei TakeOver immer wieder schaffen, immer zu allen Dingern nochmal einen draufzuhauen. Aber sie kriegen es hin. Tyler Bate ist einfach so großartig. Ich finde, alles, was ich von ihm sehe, ist einfach super gut. Und der Typ ist noch so jung. Also der ist 21 oder so. Das ist echt... Ach ja, da wird so ein alter Sack wie ich schon echt neidisch. Aber das ist einfach nur Hammer. Letztendlich verteidigt auch die Undisputed Era hier die Tag-Team-Titel, was auch völlig in Ordnung ist. Die Titel-Hin- und Herwechslerei, wie gesagt, finde ich eh immer nicht so gut. Und da ja der NXT UK-Brand auf dem Plan steht, wo ja denn Mustache Mountain wahrscheinlich eher antreten wird, macht das natürlich Sinn, dass man denen die Titel jetzt nicht wieder zurückgibt. Dann hatten wir EC3 gegen Velveteen Dream. Auch das hier schon mal ohne Probleme ein Klassiker. Denn einfach von den Charakteren her hat dieses Match hier sehr, sehr gut reingepasst. Velveteen Dream auf seinem Arsch stehend. Call me up, Vince, was halt einfach super lustig ist und vielleicht dazu führt, dass Velveteen Dream ins Main Roster hochgezogen wird. Für den Gag an sich ist es einfach Hammer und für ihn als Charakter passt es ja auch. Außerdem das mit den verschiedenen Hosen finde ich sowieso richtig cool. Es gibt zwar Berichte darüber, dass er wegen diesem Spruch Backstage Heat bekommt und das muss ich aber sagen, kann ich mir irgendwie nicht recht vorstellen, denn wenn jemand dafür Backstage Heat bekommen sollte, ist es ja wohl Triple H, denn ihr könnt mir nicht erzählen, dass Triple H das Ding nicht bestätigt hat und dass er auch völlig überrascht darüber war, dass er auf einmal so eine Hose anhat und dass WWE-Leute diese Hosen ja nun mal machen. Also, ich denke nicht, dass es deswegen Backstage Heat gibt. Trotzdem völlig egal, denn das Match hier war echt gut. Bis zu dem Punkt, als EC3 sich verletzt hat, also er hat auch angefangen zu bluten am Auge irgendwie was, da gab es irgendwie eine kleine Verletzung und dann, ich weiß jetzt nicht so richtig, ob sie das Finish vorgezogen haben wegen dieser Sache, denn eigentlich war es die Finish-Zeit und eigentlich war das Finish, wie es ausgegangen ist, auch so, dass du es hättest jetzt und dann auch generell einfach immer mal bringen können, denn es gab den Elbow auf den Apron, also auf EC3, der auf dem Apron lag. Und das kannst du eigentlich immer bringen, von daher weiß ich nicht, ob hier irgendwas wegen dieser Verletzung nach vorne oder hinten gezogen wurde oder rausgekattet wurde. Das Match an sich war eigentlich so an sich echt cool. Hier kann man das nicht genau sagen, ob das jetzt so geplant war oder ob man es jetzt wegen der Verletzung ein bisschen geändert hat. Trotzdem war es geil, Velveteen Dream gewinnt. Ist das der Aufruf denn ins Main Roster? Ich hoffe nicht, denn ein Velveteen Dream in Main Roster wird nicht bestehen können. Dieser Charakter ist einfach nichts für die Main-Shows, solange sie noch unter der Leitung von Vince sind. Das wird sich relativ schnell geben. Im Prinzip kann man es ja so sehen wie bei Tyler Breeze. Großartiger Charakter, super gute Matches bei NXT und ins Main-Roster und das war's. Und so wird das bei Velveteen Dream auch sein. Deswegen hoffe ich für ihn, dass er noch nicht ins Main-Roster kommt.
Dann gab es das North American Championship Match zwischen Adam Cole, Baby, und Ricochet. Und natürlich war auch hier klar, dass diese beiden die Hütte sowas von abreißen werden. Jeder für sich super geiler Wrestler, super geiler Charakter. Und das beide gemixt ist einfach Hammer. Ich fand es auch gut, dass die beiden auf jeden Fall Ruhe hatten für das Match, dass es da keine großartigen Ablenkungen gab oder so eine Scheiße. Und generell einfach, was die da wieder gezündet haben. Es gab einfach mal einen Hurricane Runner auf dem Apron stehenden Adam Cole von Ricochet, die du erstmal safe für dich selbst bumpen musst. Das ist schon krass. Der Moonsault, Springboard Moonsault aus den Seilen, den Adam Cole in einem Superkick gekontert hat, der einfach perfekt und safe getroffen hat. Aus einer so schnellen Bewegung raus, setzt er einfach den so perfekt. Deswegen auch die schöne Slow-Mo aus dieser Geschichte. Einfach wirklich großartige Leistung hier mit überraschendem Sieg von Ricochet. Für mich auf jeden Fall überraschend, gerade weil ja die Undisputed Era die Titel verteidigt hat. Habe ich mir so gedacht, okay, dann wird Adam Cole natürlich auch seinen Titel verteidigen, macht ja Sinn. Aber Ricochet holt sich hier das Gold, was einfach absolut krass ist und wieder für so einen kleinen What-the-fuck-Moment gesorgt hat. Also Hammer, einfach nur Hammer. Dann ging es weiter mit dem Women's Match Kairi Sane gegen Shayna Baszler. Und obwohl wir das Match hier auch schon einige Male gesehen haben, zwar immer in verschiedenen Konstellationen oder zu verschiedenen Zeitabständen, fand ich das hier auch wieder eine sehr gute und eine sehr runde Sache. Die ganzen Four Horsewomen der UFC waren auch am Ring, um Shayna Baszler da so ein bisschen zu unterstützen. Hat letztendlich auch nicht viel gebracht, denn wir haben einen neuen Women's Champion in Kairi Sane, die natürlich wieder mit ihren Insane Elbows alles durchgeprügelt hat. Vor allen Dingen konnte sie sich ja auch zur Wehr setzen gegen Shayna Baszler, die ja nun mal echt auch so ein richtig, ja, schon irgendwie es geschafft hat, den UFC-Stil in das Wrestling-Match zu übertragen, ohne es komplett unglaubwürdig, wie bei Rousey, oder halt komplett fragwürdig wegen den verschiedenen Sportarten zu machen. Also wirklich ziemlich geil gemacht. Und ja, also an sich, es war jetzt vielleicht nicht das NXT-Frauen-Match, was wir von den Four Horsewomen der WWE vielleicht gewöhnt sind. Aber es war trotzdem völlig in Ordnung. Schönes Endding mit schönem Sieger und so. Alles cool, Titelwechsel und so. Gefällt mir. Und dann haben wir natürlich noch das NXT Championship Match. Johnny Gargano gegen Tommaso Ciampa im Last Man Standing Match. Und ich habe mich immer wieder gefragt, wie wollen sie alle Matches, die davor waren, die ja auch alle Hardcore-mäßig unterwegs waren, noch weiter toppen und den Gegner dann wirklich bis 10 am Boden lassen? Die müssen sich ja da wirklich den Schädel spalten. Irgendwas muss da passieren. Und die haben sich wieder alles gegeben und es hat einfach nicht geklappt. Die beiden sind immer wieder kurz vorher aufgestanden, egal wie krank es wurde, egal wie krass es wurde, egal wie Hardcore-mäßig es wurde, immer wieder aufgestanden. Dann hat Johnny Gargano Tommaso Ciampa mit Handschellen an die Stage gefesselt, wo ich mir schon dachte, weiß nicht, irgendwie limitiert ja das Ganze, weil an der Stage dann wirklich liegen zu bleiben, also so liegen zu bleiben, ist halt schon irgendwie schwieriger. Ja, auf jeden Fall gab es dann ein Kniestoß von Johnny Gargano, der aber nicht ganz gesessen hat, sodass Johnny Gargano mit dem Knie gegen so eine Boxen geknallt ist, denn einfach mal übelsten Salto gemacht hat darüber und dann hat der Ref beide angezählt und Johnny Gargano konnte nicht wieder bis 10 aufstehen, weil er sich am Knie verletzt hat. Dazu musste der Master Jumper sich eigentlich nur von der Stage rollen und aufgrund der Handschellen stand er nun mal. Also das war vielleicht ein Schuss ins eigene Knie im wahrsten Sinne des Wortes. Hier war es einfach so, dass sich Johnny Gargano in diesem Match hier verletzt hat, aber dann trotzdem auch noch so eine Attacke gegen das verletzte Knie zu ballern, ist natürlich schon harter Tobak. Triple H meinte wohl auch, dass er schwerer verletzt ist. Bei EC3 ist die Verletzung nicht ganz so schlimm, aber hier soll es wohl ein bisschen schwerwiegender sein. Muss man jetzt einfach abwarten, was da jetzt genau untersucht wird. Aber Titelwechsel gab es dann hier nicht. Trotzdem super geiles Match. Und es gab auch danach immer noch diesen Moment, was macht Ciampa jetzt? War es vielleicht geplant, dass Ciampa ihn danach weiter attackiert oder nicht? Denn Johnny Gargano hatte natürlich eine ernsthafte Verletzung und so stand Tommaso Ciampa immer auf der Stage, nachdem er gewonnen hat, ist dann wieder weg, kam dann wieder raus und es war so, ja, was denn jetzt nun, was passiert jetzt noch? Aber es ist einfach mal nichts passiert.
Also, das war ein bisschen eigenartig, aber ansonsten großartiges NXT Takeover. Das ist einfach immer so und ich kann einfach nur jedem, der NXT nicht guckt, sagen, dass er aufhören soll, Raw und SmackDown zu gucken, sondern lieber NXT. Es ist einfach, es ist das bessere Produkt, Freunde. Was soll ich dazu sagen? Und natürlich, wie in jedem Takeover-Special, gab es wieder einen Special Guest an Ring. Und zwar dieses Mal, wie schon in den News angekündigt, Matt Riddle. Ab sofort also im NXT-Brand. Ja, kann man jetzt von halten, was man will. Aber auf jeden Fall hat die Crowd es ziemlich gut gefeiert. Es gab ordentliche Bro-Chants für ihn, deswegen mal sehen. Also Freunde, dann schreibt mir gerne mal deine Meinung zu den ganzen Matches und zu den ganzen Ereignissen in die Kommentare. Ansonsten gerne noch Daumen nach oben und Abo auf YouTube nicht vergessen, Glocke aktivieren, Mitgliedschaft abschließen. Gut Freunde, und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns, macht nicht mehr so doll, haut rein und tschüssi.